Man kriegt schon sein Einsatzziel vorgegeben, zum Beispiel Bergungsmission, offensive Mission oder defensive Mission, je nachdem, wo es ankommt. Und klar, man rechnet damit, dass was passiert, aber so wirklich wahrhaben will das keiner. Man macht seine Witze drüber, bis der erst am Boden liegt. Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr da rausgeht? Ich meine, ihr habt ja dann irgendein Ziel, jetzt zunächst mal das Ziel der Mission selbst, die in Ordnung rüberzubringen, im Sinne eurer Auftraggeber. Und wie sieht das generell aus? Worauf achtet ihr? Was ist euer, ja, kann ich das so sagen? Wie sieht euer Feindbild aus? Worauf achtet ihr? Worauf schießt ihr? Unser Feindbild, also vor allem mein Feindbild jetzt, Net Science, ist immer bewaffnet und bei uns gilt, weil es UN-Missionsboden ist, die Regel, schieß erst, wenn auf dich geschossen wird. Die Regel ist natürlich unsinnig, weil wenn geschossen wird, fällt bereits der Erste. Und das bedeutet einen taktischen Verlust. Und wie wird das in der Praxis dann also gehandhabt? Ja, sobald es zischt und pfeift, ist die Kugel bei dir. Und dann gilt nur noch du oder ich. Okay. Und du machst das bis zum 30. Jahr? Ja, ich werde es... Unter in Kaufnahme, dass du unter Umständen auch in... sagen wir mal, rechtswidrige Einsätze deinen Kopf hinhalten musst. Ja, aber ich habe noch eine Frage. Das gehört dazu. Ich habe eine Frage, okay. Darf ich die stellen? Ja, klar. Welcher Krieg hat Frieden erschaffen? Welcher Krieg? Gibt es überhaupt einen Krieg, der geführt worden ist, der zu Frieden geschaffen worden ist? Keiner. Weltweit. Keiner. Aber es ist eine Übergangslösung. Eine Übergangslösung? Wie sieht so eine Übergangslösung im... Ich meine, du musst verstehen, ich versuche mich in den Soldaten reinzusetzen. Wie sieht so eine Übergangslösung mit Waffen aus? Naja, also man denkt als Soldat nicht mehr im persönlichen Sinne, sondern man denkt eigentlich im taktischen Sinne. Das bedeutet, Frieden ist in dem Moment geschaffen, in dem der Feind, also ich sage jetzt mal der Feind, weil das ist relativ unpersönlich, taktisch nicht mehr einsatzfähig ist, also nicht mehr bereit zu Gegenschlägen oder zu Offensive, dann hat man eine relative Friedenssituation. Ob man das als Frieden bezeichnen kann, kann man nicht sagen, aber man hat seine Ruhe für die Erste. Frieden ist, wenn nicht geschossen wird. Ne? Also du sagst gerade, Frieden sei, wenn nicht mehr geschossen wird. Wenn so eine Art Waffenruhe herrscht. Frieden ist aber bevor, Waffenruhe. Aber bevor die Soldaten da hingegangen sind, wurde doch gar nicht geschossen. Ne? Ich frage mich, wie weit macht ihr denn euch auch Gedanken über die Hintergründe, warum ihr überhaupt dorthin geht? Dass ihr euch jetzt irgendwelche Missionen erfüllen müsst, indem ihr eure Leute rausboxen müsst? Oder wie sieht das im politischen Bereich aus? Wie weit macht ihr euch da Gedanken, dass ihr vielleicht den Kopf hinhaltet für Befehle, die gar nicht mal weder in eurem noch in dem Interesse der Bundesrepublik sind? Da muss ich ganz ehrlich sagen, darüber darf man nicht nachdenken. Weil wenn man drüber nachdenkt, kriegt man Probleme und die enden dann in der psychologischen Station und dann ist es Game Over. Also wenn man sich drüber Gedanken macht, dann ist man tot. Man darf wirklich nicht drüber nachdenken, wenn man sowas macht. Das gilt reine Handlung. Okay. Also ich bin ein kleines bisschen sprachlos. Ich finde es geil, dass ihr was gesagt habt dazu. Und mir fällt es ein bisschen schwer, mich da reinzudenken, also zu sagen, man macht sich da keine Gedanken drum, weil dann ist man tot. Weil ich denke, wenn ich Soldat bin und verpflichte mich 30 Jahre wissentlich, dass da unten die Kugeln fliegen, dann bin ich tot. Und nicht, wenn man beginnt, sich Gedanken darum zu machen, was hier schiefläuft. Ja, ich sag mal so, wenn man anfängt zu denken, bin man unaufmerksam. Weil man dann so sehr in seinen Gedanken hält, man macht sich Schuldgefühle, man denkt drüber nach, was man getan hat. Das ist der Moment, in dem man Schwierigkeiten kriegt. Und also sehe ich das richtig, dass du dich eigentlich sozusagen abgefunden hast mit deinem Beruf des Soldaten und dein Job ist es halt, die Waffe zu halten und im Zweifelsfall auch zu töten und eins vor allen Dingen nicht zu machen, zu hinterfragen? Das ist das Erste, was man lernt. Hinterfrag nie deine Befehle. Ja, das verstehe ich. Aber wie sieht das für dich persönlich aus? Ich meine, du stehst ja jetzt hier nicht in deiner Uniform, du stehst ja hier privat. Weißt du, wie sieht das für dich persönlich aus? Hinterfragst du das, wenn du zu Hause bist wie jetzt hier und nicht in Afghanistan, hinterfragst du das dann nicht? Natürlich hinterfrage ich das, aber immer in einem gewissen Maß. Also sobald man zu sehr beginnt, sich darüber Sorgen zu machen, geht man darin auf und man schwimmt praktisch nur noch in Mitleid für das, was man getan hat. Man lebt dann einfach nicht mehr, sondern man ist dann wirklich, man hockt nur noch zu Hause und denkt nur noch, scheiße, was habe ich getan? Ich denke schon viel darüber nach und klar verfolgt das einen, aber man muss damit leben und wenn man nicht die gewisse Härte besitzt, dann geht man einfach in seinen Schuldgefühlen unter und
es ist zwar hart, das zu sagen, aber ich habe mich tatsächlich damit abgefunden, dass das mein Beruf ist. Und da gibt es immer den Unterschied zwischen Pflicht und Notwendigkeit. Also wenn die Notwendigkeit nicht besteht, ist auch kein Zwang für Pflicht. Aber wenn die Pflicht da ist und die Notwendigkeit, dann muss man handeln. Und da hilft auch kein Gewissen mehr. Sonst macht man sich selber so schwere Probleme, da kommt man nicht mehr raus. Wenn man Gewissen loslässt, dann muss man das wieder treiben. Also eins möchte ich dir auf keinen Fall machen, dir in irgendeiner Weise in deine Lebensführung reinreden oder auch hier noch nicht einmal an dein Gewissen appellieren. Also das soll auf keinen Fall passieren. Ich versuche es zu verstehen, weil im Prinzip ist deine Haltung ja sehr divergent. Das Erste, was ich ja gesagt habe, ist, ey, dieser Krieg, das ist alles scheiße, ey. Ich hoffe, niemand von euch muss das mal leben. Wir kennen das von da unten. Das ist totaler Rotz. Und dann aber stehst du dann ein paar Minuten später da und sagst, ja, ich habe mich damit abgefunden, ich muss damit durch. Und das ist ein bisschen, das weicht voneinander ab. Und ich versuche diese Zwiegespaltenheit nachzuvollziehen. Denn letzten Endes, verstehst bitte nicht falsch, aber letzten Endes, wenn nicht irgendwann auch ein Soldat wie du oder du irgendwann sagt, wisst ihr was, ich habe die Schnauze voll, meinen Arsch und meinen Kopf hier hinzuhalten für ein Spiel, das ich gar nicht in der Hand habe, aber dass andere Leute weiter fett ihren Benz fahren können und so Sachen. Weißt du, was ich meine? Ich will ja da nicht reinreden. Also mich wundert es ein bisschen, weil ich verstehe diese Doppelhaltung, verstehe ich nicht ganz. Ne, das ist eigentlich ganz simpel, man muss immer beide Seiten beurteilen. Also wie gesagt, ich kann es, aber ich gönne es wirklich keinem, weil es ist auch hart für mich. Also und, musst du wieder runter? Natürlich ist es scheiße. Also nach Afghanistan nicht mehr, aber runter, Somalia vielleicht, Kunduz, Gazastreifen, Ukraine vielleicht demnächst. Also die Befehle sind immer unklar für dich, weil das entscheidest halt nicht du und das ist das Allerschwerste, das über deinen Kopf entschieden wird. Du hast es selbst in der Hand zu entscheiden, willst du frei leben oder willst du funktionieren, wie man dich haben will. Du hast es in der Hand. Sorry, ich muss es nochmal loswerden. Ihr habt es in der Hand, das ist euer Leben. Ich kann es mir niemals vorstellen, zum Beispiel, ich fühle mich hier echt wohl, obwohl ich jetzt länger nicht mehr da war, aber ich fühle mich wie in einer kleinen Familie. Und ich kann es mir niemals vorstellen, egal ob mir jemand einredet, ob der jetzt ein Christ ist, ob der Muslime ist, ob der was ist. Das ist wie eine kleine Familie für mich und ich könnte es mir niemals vorstellen, gegen ihn oder gegen ihn oder gegen ihn zu schießen. Man tötet einfach unschuldige Menschen. Die Menschen wollen keinen Krieg. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Also, wie gesagt, ich bin auch schon verwundet worden und der geschossen hat, der wollte definitiv nicht mit mir sprechen. Ah ja, aber vielleicht wurde er genauso verarscht wie du. Gut, das kann auch sein, dass man uns beide reingelegt hat, aber wie gesagt, ich denke immer noch, ich mache das Richtige, weil ich halt weiß, ich kämpfe nicht für die den Benz fahren, sondern ich kämpfe für die, die da unten sind, in meinem Einsatzgebiet. Daran muss man auch denken. Man hilft diesen Leuten bestimmt in einer gewissen Weise und das ist wirklich etwas, was mich noch nachts schlafen lässt, also ein sinnloser Krieg. Gut, Krieg ist in gewisser Maße immer sinnlos, aber man muss das auch aus einer anderen Sicht sehen, aus der ganz neutralen, unpersönlichen Sicht. Man verhindert Schaden. Das ist genauso wie ich töte einen und rette dafür Millionen. Das ist ein Denken, sage ich mal, das muss ja nicht stimmen, aber es erleichtert das Dasein schon erheblich. Inwieweit seid ihr denn informiert, dass all diese Kriege eigentlich mit einer Lüge begonnen haben und dass dieser ganze Schaden, der jetzt verhindert werden soll, von dem du sprichst, eigentlich auf einer Lüge basiert? Du bist der Mann der Worte. Viele Kriege haben mit einer Lüge begonnen, aber man kann die Lüge nicht rückgängig machen. Es hat dadurch natürlich, die Wahrheit macht die Lüge sofort null und nichtig. Ja, aber zum Beispiel Afghanistan, die kämpfen, weil sie glauben, weil sie an ihre Religion glauben. Aber wie soll man denen das austreiben, ihren Glauben? Wieso willst du denen den Glauben denn austreiben? Also, das ist doch gar nicht dein Job, du bist hier in Deutschland. Was willst du hier aus Deutschland den Leuten in Afghanistan den Glauben austreiben? Das ist doch gar nicht dein Job. Oder bist du Priester? Nein. Dann hättest du wahrscheinlich ein Kreuz und nicht ein Gewehr. Das ist, glaube ich, besser. Also was er definitiv sagen wollte, ist,
wir sind nicht dazu da, um den Islam zu verbieten, sondern wir sind da, weil es tatsächlich halt fanatische Islamisten gibt. Das kann man nicht leugnen. Das ist keine Frage. Und diese Leute sind das Problem. Und manche Probleme, das haben besonders ich und auch er jetzt am Rande, weil, wie gesagt, er war nicht an Kampfeinsätzen wirklich beteiligt, ich schon. Und das Hauptproblem ist an dieser Geschichte, dass es Leute gibt, die ihren Glauben wirklich bis ins Grab tragen und die sind zu allem fähig und genau das ist das, was wir bekämpfen wollen. Also, das sind halt Leute, die nicht mit sich reden lassen. Das kann man versuchen und man wird scheitern, weil die sind genauso stur wie unsere Politiker, die sagen, nur wir haben Recht und das ist natürlich dämlich, also das sehen wir auch. Aber wir haben uns jetzt mal für unsere Laufbahn entschieden, wir sind da jetzt drin und wer aussteigt, das ist eigentlich intern, das ist, okay. Man lässt seine Kameraden nicht im Stich, sagen wir es mal so, eben. Das ist... Eben.